wo die grösste IKEA-Filiale von Norwegen direkt neben dem Harolds im kleinen Möbelgeschäft eröffnet, bricht für den traditionellen Möbelbauer eine Welt zusammen. Schliesslich hat er sein Geschäft 40 Jahre lang geführt. Wo kurz darauf aber auch noch seine Frau stirbt und er seine Wohnung verliert, will er Rache. Und zwar, indem er den IKEA-Gründer Ingvar Kamprad entführt. Auf der Suche nach ihm trifft Harold auf die 16-jährige Ebba, die ihn spontan bei seinem Plan unterstützt. Durch einen Zufall und viel Glück gelingt es ihm Harold tatsächlich, den Kamprad zu kidnappen. Doch statt geschockt ist er erfreut über die Entführung, weil er die Chance sieht, als Opfer sein Image in den Medien zu verbessern. Der norwegische Regisseur und Autor Gunnar Wikene erzählt von einem verzweifelten Mann, der mit dem Trend, Möbel nicht mehr für die Ewigkeit anzuschaffen, nicht klarkommt. Stellvertretend für die Entwicklung ist die IKEA und ihre Gründer das ideale Opfer. Denn wer könnte den schwedischen Konzern und seinen kurligen Besitzer nicht? Entstanden ist eine schwarze Komödie für Jung und Alt, die unterhaltet und dank vielen überraschenden Wendungen nie langweilig wird.